Gestern haben wir an der Wall Street aus einem stark überverkauften Zustand einen sehr heftigen Rebound nach oben gesehen. Der Nasdaq etwa war 2,7% im Minus, um dann leichte positiv noch zu schließen. Das ist eine technische Erholung. Ist es mehr? Das ist wohl eher unwahrscheinlich, denn nach wie vor ist eben das große Thema die Fed und der absehbare Liquiditätsentzug durch die Fed. Und heute wird Jerome Powell sprechen. Was wird er sagen? Heute um 16 Uhr beginnt die Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senates. Das ist praktisch die Bestätigungsrede oder die Vorstellungsrede zu seiner Neunominierung jetzt durch Joe Biden. Und sein oberstes Thema, das hat der schon veröffentlichte Redetext gezeigt von Jerome Powell, ist die Inflation. Da hat sich also nichts geändert. Morgen bekommen wir die frischen Daten zur US-Inflation. Erwartet 7,0. Morgen 14.30 Uhr wird das der Fall sein. Aber heute werden sich die Märkte zunächst mal auf das fokussieren, was Jerome Powell zu sagen hat. Und was er schriftlich schon gesagt hat, ist die US-Wirtschaft sehr, sehr stark. Schnellstes Wachstum seit vielen Jahren. Das ist das eine. Und dann, wir werden alles tun, um die Wirtschaft zu unterstützen, bla bla. Aber entscheidender Satz ist, we'll stop higher inflation from getting entrenched. Also wir werden die hohe Inflation stoppen müssen und wollen. Das ist gewissermaßen der Regierungsauftrag für Jerome Powell. An dem wird er festhalten. Daran wird sich nichts ändern. Und solange das so ist, heißt das eine Straffung der Geldpolitik, heißt das zunächst mal das Ausmänteln der Liquiditätszufuhr für die Märkte bei dann folgenden Zinsanhebungen. Das ist das Programm, das kommen wird. Und das wird bedeuten, dass wahrscheinlich dieses übergeordnete Thema, das wir eigentlich seit der Neunominierung von Jerome Powell sehen, nämlich dieser Fokus auf Inflation, dass das bleiben wird, auch wenn wir natürlich jederzeit weitere Erholungen sehen können. Nicht erholt hat sich von seinem Trading-Vorwurf übrigens Mr. Clarida, der fette Vize, der eigentlich erst in 2 Wochen zurücktreten sollte, jetzt aber diesen Rücktritt vorzieht. Man hat ihm nachgewiesen, dass er offenkundig Trades gemacht hat. Kurz bevor die Fed dann das Ruder rumgerissen hat, hat er sich mal schnell long positioniert. Das hat er nicht ausreichend dokumentiert. Jetzt also der etwas unrühmliche Abgang von Mr. Clarida, sodass dann auch hier die neue Fed-Vizechefin eben dann gleich antreten kann. Also das wird jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Aber entscheidend ist dieser Fokus auf Inflation. Man kann es nicht oft genug sagen, die muss runter. Das ist das, was die Fed jetzt tun wird und muss. Und die EZB da ist ein bisschen noch anders gestrickt, aber wir haben ja jetzt diese interessanten Aussagen von Isabel Schnabel gehört, die gesagt hat, die Energiepreise schon ein bisschen was hoch und vielleicht zwingen diese hohen Energiepreise uns doch ein bisschen umzudenken. Hier ein Artikel in dieser wunderbaren Zeitung mit den 4 Buchstaben. Wir haben uns bei der Inflation berechnet. Hier Thomas Mayer, ex-Deutsche Bank Chefvolkswirt, jetzt bei Flossbach von Storch, sagt, ich bin ein bisschen verwundert, noch vor ein paar Wochen hatte Isabel Schnabel behauptet, die Inflation sei eher zu niedrig als zu hoch. Jetzt rudert sie zurück. Anders ist ihre 180-Grad-Wende nicht nachzuvollziehen, als dass sie kalte Füße bekommen hat. Es ist merkwürdig, dass die EZB die steigenden Energiepreise offenbar erst jetzt als große Inflationsgefahr erkennt. Genau das ist das Problem. Also da ist schon das letzte gallische Dorf, das keine Inflation sieht, keine dauerhafte Inflation sieht, ganz anders als die Fed, ist hier praktisch auf verlorenem Posten. Und Laney, der Chefvolkswirt der EZB, hat heute nochmal gesagt, also die Inflation wird fallen und 2023/24 wird sie dann unter unserem Ziel von 2% sein. Best of luck, Mr. Laney. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber jedenfalls, wir sehen die EZB hier noch anders gelagert, auch wenn da schon die ersten Umkipper in Gestalt von Frau Schnabel schon der Fall sind. Kommen wir zu die Märkte. Ja, 2,7% war der Nasdaq im Minus gestern. Er ist das erste Mal unter seinen 200-Tages-Durchschnitt gefallen seit April 2020. Wir waren zwischenzeitlich 7% im Minus seit Jahresbeginn. Die Small Caps, also Russell 2000, 5%.
Und die Amerikaner haben ja für alles Statistiken, auch für die ersten Handelstage im Januar. Und wenn die negativ sind, dann ist der durchschnittliche Return beim S&P 500 0,9%, plus 0,9%. Wenn die ersten Handelstage positiv sind, dann plus 11,5%. Und man kann sich schon vorstellen, dass dieses Jahr eben schwieriger wird für die Aktienmärkte insgesamt. Diese Gratwanderung, die Fed jetzt gehen muss, auf der einen Seite ein völlig aufgeblähtes Finanzsystem mit himmelhohen Bewertungen, darauf basiert wiederum der Wohlstand vieler Amerikaner. Das muss aber irgendwie doch geschont werden. Auf der anderen Seite kann man es nicht schonen, wenn man die Inflation bekämpfen will, durch etwa Zinsanhebungen. Diese Zinsanhebungen würden dann die Kosten für die ausgeuferten Schulden der Amerikaner noch weiter erhöhen. Also wie das zusammengehen soll, weiß ich nicht. In der Haut der Fed möchte ich nicht stecken. Schauen wir uns hier nochmal den Nasdaq an. Wir haben ja die sogenannte 10-Year Real Yield invertiert, ist jetzt deutlich nach oben gegangen, also wird weniger negativ eben, weil die Anleiherenditen gestiegen sind. Da hätte der Nasdaq also schon noch ein bisschen Platz zu fallen. Wir sehen, dass wir hier eben diesen 200-Tages-Durchschnitt erreicht haben. Wie gesagt, das erste Mal seit, in der unteren Grafik, das erste Mal seit April 2020 sogar einen Ticken drunter waren, ziemlich überverkauft waren und dann eben diesen Rebound gemacht haben. Über 10% ging es vom Hoch runter seit dem November hoch beim Nasdaq. Und wenn wir uns jetzt mal den Drawdown beim Nasdaq anschauen, dann sehen wir, der S&P 500 viel weniger negativ, 3,5%. Letztes Jahr waren es immerhin mal 5% als Drawdown, also als Rücksetzer. Wir sehen also, das ist noch ein bisschen sehr wenig, als dass die Fed da nervös werden könnte. Gestern hatte ich ja getitelt, stoppt die Fed den Abverkauf. Das haben die Märkte jetzt erstmal selber gemacht. Aber auf jeden Fall sind das nicht Niveaus, wo die Fed jetzt wirklich nervös wird und sagt, oh, da müssen wir jetzt mal langsam unsere Rhetorik ändern. Vielleicht waren wir da zu scharf mit unserer hawkischen Rhetorik. Schauen wir uns mal die Year-to-Date-Returns an, verschiedene Assetklassen, also die Performance seit Jahresbeginn. Sehen wir ganz oben Commodities, also Rohstoffe. Wir sehen den FTSE, englischer FTSE-Index, dann sehen wir S&P 500 Value, das sind also die gesuchten Dinger, und ganz unten sehen wir S&P 500 Growth, wir sehen den Nasdaq, das sind also die Verlierer bisher. Die Lage hat sich hier offenkundig geändert, das war ja jahrelang anders, Growth war gesucht, und jetzt kommt der JP Morgan in Gestalt von Mr. Kolanovic, der sagt, buy the dip, kauf vor allem Value. Und die Anstiege der Renditen, die sind nicht schlimm, das macht nichts, das wird alles schon zu verkraften sein. Sein Chef Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, sagt, ja, also wir werden mindestens 4 Zinsanhebungen sehen. Ich wäre überrascht, so sagt Jamie Dimon, wenn es nicht mindestens 4 sind, wenn nicht sogar mehr. Aufgrund eben auch der Stärke des Konsumenten. Hier nochmal das Argument, higher bond yields should not be disruptive for equities. Also diese höheren Renditen sollten nicht schlecht sein für Equities, für Aktien. Und Omikron wird sogar eine positive Nachricht sein, so JP Morgan. Denn es ist so, dass da die anderen Varianten verdrängt werden und offenkundig sei diese Variante milder, dazu gleich mehr. Und das ist jetzt so ein bisschen der Kampf zwischen Bulle und Bär. Die Bullen sagen, überhaupt kein Problem, hawkische Wende der Fed, das wird alles nicht so schlimm. Und wenn es schlimm wird, dann wird die Fed so schnell, wie man gar nicht gucken kann, wieder umsteuern, während die Bären sagen, ja, die Fed wird erstmal weitermachen müssen, das wird gar nicht anders gehen, und da gibt es gute Argumente dafür, wenn man sieht, dass der Realzins in den USA bei minus 6,9% liegt, absolutes historisches Tief, also Nullzinsen bei einer Inflation von wahrscheinlich 7%, die wir morgen bekommen werden, das geht nicht, das muss sich ändern, das wird so nicht funktionieren. Und das wird bedeuten, dass diese Reduktion in Liquidität eben die sogenannten Liquiditätsassets treffen wird, unprofitable Tech-Unternehmen, zu teure Unternehmen, die himmelhohe Bewertungen haben, und eben auch Kryptowährungen. Das sind ja Assets, die an sich keinen intrinsischen Wert haben. Ich weiß, da gibt es Verfechter von Bitcoin, die davon
sich die Lösung so ziemlich aller Probleme der Welt erhoffen, aber es ist eben so, dass Bitcoin nach oben gespült wurde und andere Kryptowährungen mit der ultralaxen Geldpolitik der Fed, und es wird wahrscheinlich auch nach unten gespült mit dem Ende dieser Politik und dem Gegenteil dieser Politik. Aber insgesamt sehen wir eben, warum die Fed jetzt auch die Liquidität einschränken muss. Die Amerikaner schwimmen in Geld, das hat CEO Jamie Dimon jetzt gesagt, die geben 25% mehr Geld aus derzeit als vor der Corona-Krise. Und wir haben ja das Problem, wir haben zu wenig Angebot, Lieferkettenengpässe, Materialmangel, aber zu viel Nachfrage. Die Amerikaner sind starke Nachfrager. Und sie haben so viel Cash auf ihrer Bank wie never ever before. Das ist massiv gestiegen, dieses Cash. Also wir haben einen Tsunami an Liquidität erlebt, auch und vor allem durch die Notenbanken, wie auch durch Stimuluspolitik durch die Staaten, der jetzt ein bisschen zurückgedreht werden muss. Und was passiert, wenn eben die Fed dann eine restriktivere Geldpolitik macht? Dann ist das in der Regel gut für Finanzwerte, und wir sehen, es ist massiv Geld in Finanz-ETFs geflossen, also in ETFs, die Finanzwerte abbilden. Ein Drittel aller Inflows sind hier in Finanzaktien oder in das ETF, das oder in die ETFs. XLF ist hier das Ken, also die Kürzung, das eben die amerikanischen Finanzwerte abbildet. Und wir sehen, nach Energie sind die Finanzwerte eben auch die zweitbesten Performer in diesem Jahr. Und wie stark der Abstand zwischen Technologie und Finanzwerten ist, das sehen wir hier, massives Auseinanderdriften. Dass diese Spanne etwas kleiner wird, wäre alles andere als erstaunlich. Kommen wir nochmal zu den Märkten. Wir haben gestern beim S&P 500 einen RSI gesehen von 18, also stark überverkauft. Alles unter 30 ist überverkauft. Dann haben wir einen Bounce gesehen von 90 Punkten im S&P 500. Nicht schlecht, das ist eine Riesenhausnummer. Jetzt sind wir beim 47er RSI, also irgendwie so mittendrin. Das gilt jetzt für die Charts insgesamt. Weder Fisch noch Fleisch, man weiß nicht genau, es gibt bisher schlichtweg keine charttechnisch eindeutigen Signale, wie es jetzt weitergeht, muss man so sagen. Wir sind jetzt eben hier in einer Range beim S&P 500, den Sie hier sehen. Wir haben Fibonacci-Levels angelaufen, und wenn wir uns das Ganze hier nochmal anschauen, sehen wir den Nasdaq, der ja aus seinem Aufwärtstrend rausgefallen ist, das erste Mal die 200-Tages-Linie durchbrochen hat, jetzt versucht wieder an diesen Aufwärtstrend anzuklopfen, das wird als Widerstand fungieren, und hier unten sehen wir den S&P 500, der auch unter seinem 50-Tages-Durchschnitt handelt, noch allerdings über dem 100er und den 200er, also wir sehen, dieser Kampf um solche gleitenden Durchschnitte, die immer sehr wichtig sind für die Amerikaner, der ist voll am Toben. Kommen wir noch mal kurz zu Corona. Wir sehen jetzt die Amerikaner mit neuem Allzeithoch bei Corona-Fällen, 1,13 Millionen, gestern höchster Wert ever. In 3 Wochen dürfte der Peak erreicht sein, so sagt der Morgan Stanley. Aber das große Problem, wie die Bank of America betont, ist, oder der große Einflussfaktor von Omikron dürfte sein, dass eben die Menschen in Quarantäne sind, dass wahnsinnig viele Menschen in Quarantäne sind und damit sozusagen diesen Labor Shortage noch verstärken. Hier unten sehen wir übrigens mal die Fälle in Deutschland, natürlich stark steigend, aber die Krankenhauseinweisungen, und das ist praktisch ein Muster, das sich zeigt, steigen auch, aber halt lange nicht so wie eben die neuen Fälle, was auf die etwas geringere Gefährlichkeit von Omikron hindeutet. Und auch in China wird jetzt mehr und mehr wieder Lockdowns gemacht. Zero-Covid-Politik führt dazu, dass in Zhengzhou, in der Provinz Henan, einige Bereiche jetzt im Lockdown sind. Das gilt auch für Tianjin, das ist unmittelbar oder nicht weit von Peking. Dann Anyang, eine Stadt von 5 Millionen im Lockdown. Bewohner sollen ihre Häuser nicht verlassen. Straßenverkehr praktisch jetzt eingestellt. Henan City hatte Lockdowns eingeführt, sowie Teile, oder es gibt bestimmte Restriktionen in Shenzhen. Also die Einschläge kommen näher, jetzt kurz vor der Winterolympiade. Lieferketten, Materialengpässe, das ist das Schlagwort. Aber abschließend noch ein Hinweis in Sachen Kryptowährungen. Wie gesagt, da sehe ich Schwierigkeiten in diesem Jahr. Die Party ist wohl weitgehend vorbei. Ich glaube nicht an diese 100.000 Dollar und mehr Ziele für Bitcoin. Man soll sich nie zu weit aus dem Fenster lehnen in irrationalen Märkten, aber however, wenn die Fed jetzt wirklich ernst machen sollte, dann wird es schwer, auch für die Kryptowährungen. Droht nun der Steuerhammer? Wie ist eigentlich die steuerliche Behandlung? Das sind Kryptowährungen ja eigentlich, oder Kryptoassets könnte man besser sagen,
besser gestellt als diejenigen, die etwa Aktien handeln. Warum und wie das ist, das können Sie im folgenden Artikel sehen. Jetzt ein Kampf um die Besteuerung von Kryptos, der hier tobt. Hier ein Artikel, der sicherlich diesen Aspekt sehr, sehr gut beleuchtet. Unter dem Video verlinkt. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste. 16 Uhr kommt der Cherumi. Da werden wir die wichtigsten Aussagen nochmal abbilden. Das ist alles immer ziemlich langwierig vor dem Senat, weil dann die Senatoren erstmal labern ohne Ende, um sich selbst ein bisschen darzustellen. Sei es drum, wir werden auf jeden Fall die Dinge ein bisschen covern für Sie und heute Abend natürlich das Marktgeflüster. Ich sage Servus und Ciao.